So, ein Volksknacken, hallo, ich grüße euch alle herzlich wieder zur nächsten Folge von Strategic Command World War One. Wir sind hier gegen die Mittelmächte am Kämpfen, ist ein harter Schlagabtausch, aber ich bin guter Dinge, dass es irgendwie doch funktionieren wird, müssen wir mal schauen. Wir können uns jetzt mal hier weiter voranbegeben zum Thema, dass wir mal dieses U-Boot suchen, was uns den Weg hier permanent ein bisschen, also den Handel erschwert. Und wir machen jetzt Marine, also wir haben jetzt bei den letzten paar Malen sind wir andersrum gegangen, nicht von Russland nach hier, sondern... Also wir sind nicht gegen den Uhrzeigersinn, mit dem Uhrzeigersinn, jetzt machen wir wieder gegen den Uhrzeigersinn. Ich finde das eigentlich ganz gut, besonders weil die Marine-Geschichte jetzt gerade ein Ticken interessanter für mich ist. Die U-Boote, die sind dämlich. Okay, so du, dich kann ich... Du ziehst dich auf jeden Fall zurück. Okay, den da, der muss weg. Ist über Regen, das bringt mir dadurch nichts, der Dreadnought. Machen wir so. Ey, du veräppelst mich doch, ne? Okay, das ist jetzt wirklich Verarsche. Einen leichten Kreuzer brauche ich am besten dafür. Hervorragend. Okay, dann... Ja, platzieren wir mal da die Seemine. Dann haben wir die schön das Ding hier davor vermint. Robo taucht ab. Okay, haben wir noch irgendwas, was wir gut versenken können? Du kannst mal dahin. Hier ist noch da. Ich musste ja nicht voll machen, das macht für mich keinen Sinn. Dafür nehmen die in der Regel nicht genug Schaden. Ach, ich will jetzt die ganzen Punkte auch nicht ausballern. Andererseits das U-Boot, das neben dem anderen U-Boot zu stellen, das macht keinen Sinn. Der Dreadnought, der muss repariert werden. Der eigentlich auch, aber den können wir jetzt nicht verwenden. Haben wir hier keine Schiffe mehr? Okay, den muss man noch versenken, genau. Aber nicht mit dem. Mit dem können wir vielleicht ein bisschen agieren. Okay, doch nicht. Du bist auch so ziemlich fertig. Oh, du bist so ziemlich fertig, wollte ich sagen. Hervorragend, der ist weg. Meine Marine ist auch fertig, ne? So ein Thema ist am Ende. Hier gib dich mal... Nein, nein, nein! Okay, das ist nicht meine Seemine gefahren. Also ich will mich jetzt nicht beschweren, aber normalerweise fahre ich dann in meine Seemine rein, wenn ich so ranfahre, ne? 1-1. Nee, das lohnt sich nicht von den Punkten her. Okay, den haben wir versenkt.
Dann blockier du da, wir blockieren da. Ich nicht mehr genügend Schiffe, ne? Ja gut, aber der geht langsam mit seinen Schiffen auch am Ende. Können wir mal ganz kurz vergleichen. Navy. Der hat, hat immer noch 19 Schiffe. Gut, wir haben 6, 48 und der hat 19 Schiffe. Naja, nun gut. Ist doof, aber müssen wir jetzt einfach mit leben. Oh, den können wir noch einsetzen. So. Oh, einfach mal. Obwohl, ach nee, bleiben. Doch, wir bleiben mal daneben. Mal gucken, was passiert. Na, den kann ich ja nicht einsetzen. Der hilft mir halt nicht. Leichte Kreuzer, ne? Kein Schaden. Der hat noch einen Angriff frei. Den er aber nicht einsetzen wird. Ja, eins tausche ich mich nicht mit einem leichten Kreuzer aus in diesem in dieser Konstellation. Das ist total kappes. Okay. So, du musst jetzt erstmal neue Männer bekommen. Du auch? Du auch? Du auch? Du auch. Ja, zwei weiß ich noch gar nicht. Okay, nach Aachen zu gehen macht schon mal keinen Sinn. Das hier wiederum eventuell. Weil das ist 3-3. 3-3 kann man machen. Ja, wir können uns austauschen. So. Jetzt komme ich da nicht mehr rein. Nein! Selber Fehler wie sonst auch immer. Gut. Drei zu zwei. Machen wir einfach mal so. Dann habe ich hier wenigstens ein bisschen mehr kaputt gemacht, als ich Schaden genommen habe. Das ist dann schon mal in Ordnung so. Und ich habe schon wieder diese Einheit hier nicht eingesetzt. Ah. Ich habe die Artilleriewaffen beim kleinen Königreich nicht getaggt. Ach du Scheiße. Fehler, Fehler. Okay, du musst nach da, theoretisch. Du kommst da. Ach, bring ich dich nach da. Okay, wir brauchen auf jeden Fall eine neue Truppe jetzt hier in Italien. Das geht nicht anders. Oh, ich kann mir sogar einen Korb holen. Hervorragend. Und ich sehe gerade, ich habe hier noch ein paar andere Sachen. Okay, also ein Luftschiff. Ein Korb, das wir nach unten stationieren werden. Und noch ein Korb, was wir
demnächst wieder nach Serbien bringen werden. Ein russisches U-Boot, das ist in Ordnung, und ein russisches Korb. Was wir verwenden werden, um die kaputte Einheit da zu ersetzen. Wieso hat er so eine geringe Bereitschaft, obwohl er so gut versorgt ist? Okay, wir geben dem jetzt einfach mal volle Stärke. Okay, er hat es nicht ersetzt. Also kann er es nicht ersetzen. Wir bringen den mal nach hier. Verschanzen. Du gehst nach da. Das ist schon mal in Ordnung. Eigentlich hätte ich ihn da behalten, aber dann... Nee, ja, wir wollen ja vielleicht hier mal rein, also ist das schon so okay. Den da mal ausgeben. Das weiß ich noch nicht. Du musst erstmal aufgefrischt werden. Du gehst einen Schritt nach vorne. Bedrohen das Ding hier. Du gehst einen Schritt nach vorne. Machen so, wir bedrohen hier einfach mal. Mal gucken, was kommt. So, ein Stück nach vorne. Du bist noch da. Ja. Du machst hier wieder deine 3 Schaden. Und du ziehst dich zurück. Ich glaube, das wirst du noch nicht mal überleben. Ja. Hier, diese Straße wird anscheinend, wenn wir Rumänien auf unserer Seite haben, nicht benutzt. Also, ja. Okay. So, wir brauchen eigentlich wieder noch mehr russische Truppen. Jetzt ist die Frage, wollen wir hier versuchen anzugreifen? Dann können wir hier so nacheinander... 1-1. Ich müsste den hier eigentlich noch eingraben. Fällt mir, sehe ich gerade. Dann könnte ich den hier hinstellen, weil dann kann ich... 1, 2, 3, 4. 4 Angriffe durchführen. Machen wir. Okay, das lassen wir so. Okay, okay, okay. Serbien hatten wir schon gemacht, oder? Nee, haben wir noch nicht. Tauschen wir mal aus. Verschanz dich. Okay, so. Du gehst so hin. Den frischen wir erstmal auf. Wir müssen den jetzt mit allen Mitteln daraus boxen, irgendwie. Aus Askyp. Damit wir den frei haben, damit wir nach Sofia gehen können. Von Sofia können wir, wenn wir Sofia haben, sollte eigentlich Serbien, ach Bulgarien, nicht mehr allzu lange brauchen, damit es fällt. Wir haben festgestellt, die zwei Dinger sind besetzt. Achso, warte. Wir haben Serbien gemacht, oder? Können wir noch einen Angriff machen? Oh, 1-2. Okay, war 1-2, aber 1-2 ist auch okay.
Wie weit können wir rein? Zwei Felder nur. So, dann du kannst keinen Schaden setzen. Also, das passt aber eigentlich so. Ist da rein. Hier komme ich nicht weiter, okay. Der hat hier eine Verteidigung aufgebaut. Nationales Moralziel, keine Ahnung. Oh. Oh. Okay. Gut, das wird jetzt einfach nur schwächen, dass ich das eingenommen habe. Da müssen wir uns aber ganz schnell hier verpieseln wieder. Zack, zack. Okay. Sind die Dinger immer noch besetzt? Tatsächlich. Das würde mich jetzt mal interessieren. Wie viele Alter. Das voll, hier voll. Also man merkt auf jeden Fall, dass der Osmane viel stärker ist, als wir es waren. Jetzt würde ich mich trotzdem mal kurz dafür interessieren. Ist mir jetzt immer noch besetzt. Okay. Krass, wie viele Truppen der hat. Das ist die Frage. Du veräppelst mich doch. Der hat selbst hier Truppen stehen. Okay. Okay. Also der hat jeden Hafen verteidigt. Wir könnten jetzt natürlich nochmal gucken, ob der Hafen hier auch verteidigt ist. Hier nächstes Mal. Er hat noch einen Angriff übrig. Die Stadt wird er auch haben. Ja, ist klar. Alter. Komplett. Der hat viel mehr Truppen als fast wie ich. Also jetzt hier, also der hat viel mehr Truppen als der Engländer. Also das ist ein bisschen krass. Okay. Ich bin eigentlich gar nicht mit großartig mehr Gegenwehr mit der Marine zu rechnen. Eigentlich nur hier oben. Träger wieder aufwerten. Kann ich ihn gar nicht übersetzen lassen, ne? Alle Punkte schon für den Engländer ausgegeben. Frankreich ist gerade extrem stark von den Punkten. Aber wir haben jetzt, glaube ich, letztes Mal, ja genau, haben wir das bekommen, also müssten wir das auch mal tacken. Was war das nochmal? Luftschiffentwicklung. Ja, Luftschiffe, alles klar. Dann gehen wir mal ein bisschen Tech rein. Könnten theoretisch auch nochmal zusätzlich das hier machen, aber ob das jetzt so viel mehr bringt, ich weiß nicht. Wir können nur noch 100 Punkte investieren. Wir könnten selbst Industrie nicht mehr ticken, wenn wir wollten. Also gehen wir auf die Infanteriekriegsführung, gehen wir nochmal drauf. Dann haben wir jetzt die vollen Punkte ausgegeben, können jetzt
Dann nochmal ein Artilleriegeschütz holen, was wir jetzt hier in zweiter Reihe positionieren werden. Und das war's. Und Russland hat auch noch Punkte übrig. Geben wir auch einmal Führung und Kontrolle aus und holen uns nochmal einen Korb. Dass wir dann nochmal ein bisschen mehr Miet haben. Weil das geht uns ja so ein Ticken aus, also so ein paar Units. Die Frage ist halt, ob wir den hier nutzen sollten, um weiter vorzurücken. Aber ich baue jetzt hier erstmal eine Stellung auf, um zu gucken, wie das jetzt hier mitläuft. Weil kann sein, dass er sich nach hier zurückziehen muss. Alter, wir hätten nicht mal genügend Truppen hier, um irgendwas hier zu verteidigen. Das ist unglaublich. Du begibst dich einfach mal nach da. Ist in Ordnung. Wo setze ich denn jetzt die Landung an? Wir könnten... Werde ich nächstes Mal testen, ob Gallipoli selber frei ist, dann setzen wir uns direkt auf Gallipoli ab. Aber ich wette, der ist auch verteidigt, also... Von daher ist da wahrscheinlich nicht viel zu holen. Eigentlich ein Wunder, dass der das hier nicht verteidigt hatte. Genau. Komme ich nicht rein. Da komme ich nicht rein, ne? Aufs Verrecken nicht. Okay, gut. Dann... Nächste Runde. Ja, das war klar, dass der einen Nachschubmangel hat. Die osmanische Moral sinkt aufgrund des Verlustes von Terrara. Die USA protestiert, die Schweden protestieren gegen die Angriffe auf die... Naja, ist mir egal. Jetzt habe ich jetzt wieder nicht aufgepasst, ob hier was im Mittelmeer steht. Die Britin Flora Sandes beginnt ihre Laufbahn in der serbischen Armee. Oh, Infanteriekriegsführung, das ist sehr gut. Endlich! Jetzt können wir auch mal die französischen Punkte auch vernünftig und gut ausgeben. Oh ja, jetzt sind die Russen... Ach, die Franzosen echt viel stärker. Also das ist jetzt blöd, aber das ist nun mal so. Also wenn der da stehen bleibt, wäre das gut, weil dann kann ich mit den anderen drei den hier versenken. Seemine. Oh, das ist kritisch. Der muss raus. Ja, ich bin mittlerweile sogar am Überlegen, hier dieses Spiel auch Multiplayer mal eine Runde zu zocken. Also mit irgendjemandem mal rauszusuchen, der das Spiel jetzt... Oh, ich habe Nische... Nee, Nische ist nicht frei. Stimmt, da steht noch die andere Einheit. Und da mal so ein 1 gegen 1 zu machen, ist, glaube ich, auch ganz interessant, weil dann der Gegenseite jetzt nicht übertrieben viele Boni bekommt, wie jetzt zum Beispiel hier. Dass das so auf dem, punktemäßig auf dem gleichen Niveau ist, aber dass dann der Gegner viel, viel besser spielt, weil das, was ich jetzt zum Beispiel hier beim Osmanen treibe, gegen menschlichen Spieler würde das ja nicht funktionieren, ne? Aber dafür andererseits hätte der auch nicht die komplette Küste vollstehen. Das war nicht gut. Also dass es dann schon irgendwie so ist, dass du Möglichkeiten hast, aber jetzt halt auch nicht ercheatete Möglichkeiten, ne? Also... Okay, der setzt jetzt hier alles dran, Lodge zu erobern. Müssen wir mal gucken, ob wir auf der Rara wieder hoffentlich rauskommen. Ja, der ist tot. Der wird jetzt... Ah, oder? Nee. Ja, die Partisaneinheit, die werden wir dann nie wieder rausbekommen. Da
Dann müsste ich da ein bisschen mehr Truppen hinbringen. Das ist, das kann... Du veräppelst mich doch! Wieso kann der... Gut, jetzt muss ich mal gucken, ob ich da irgendwie was hinbringen kann. Nach Italien. Aber den Zerstörer sollten wir sogar vielleicht diese Runde bekommen, wieder den Platz zu machen. Okay. Marokkanische Stämme lehnen sich gegen die französische Herrschaft auf. Okay, gut, dass wir den Platzierte hatten. Lodge durch die Bombardierung beschädigt, Korb zerstört. Ja, okay. Natürlich haben die jetzt das U-Boot bekommen von den Niederländern. Oberbefehlshaber Feldmarschall Luigi Cadorna. Geheimdienstberichte deuten darauf hin, dass sich die Osmanen die Senussi-Stämme im Osten Libyens versorgen und sie dadurch stetig an Stärke hinzugewinnen. Es wird daher vorgeschlagen, dass wir Truppen aus Eritrea in Ostafrika in die Garnison Tobruks verlegen. Sollten wir uns entschließen, gleichzeitig sicherzustellen zu wollen, dass in Eritrea weiterhin starke, eine ausreichend starke Garnison stationiert ist, wird uns das 25 MPP pro Runde kosten für die nächsten 3 Runden. Müssen Sie Streitkräfte von Eritrea nach Tobruk verlegen? Ja, mach mal. Ja gut, das werden wir dann nächste Runde platzieren. Und Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr freut euch auf die nächste Folge. Tobruk? Da, also. Ich hoffe, ihr freut euch auf die nächste Folge, wenn wir hier wieder weitermachen mit Strategy Command. Ich gucke jetzt mal ganz kurz. Ja, ich kann hier abhauen. Hervorragend. Mein Hit and Run hat ja funktioniert. Also wie gesagt, das hier zum Beispiel, was ich jetzt gerade eben erwähnt habe, würde nicht funktionieren. Der wäre, also ich hätte auch nicht diesen sneaky Aktion gemacht. Wobei, es hat halt gut schon wieder Moral eingebüßt. Ne? Andererseits ist das auch trotzdem kacke. Ich habe zwar hier Darara erobert, aber das ist klar, dass die Einheit das nicht hält. Ne? Also die wird sterben. Und das ist etwas, was ich jetzt auch nicht unbedingt brauchen kann. Na, mal ganz kurz. Schieß nochmal drauf. Ne, dies bleibt da. Also ich habe jetzt zwar die ganze Zeit hier Punkte verschwendet, aber den werde ich wahrscheinlich eh nicht mehr bis zum Ende des Spiels brauchen. Und wäre schon ganz witzig gewesen, wäre ich hier so reinrennen können. Aber gut, ist halt nicht. Gut, Leute, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.